Hallo Jörg Fuhrmann hier. Nochmal ein kleines Impulsvideo der wundersamen Heilpflanzenkreaturen. Und da hätte ich hier ein kleines Angebot. Und zwar das hier, was aussieht wie ein Drachenschwanz und auch mindestens so stachelig ist. Das ist das originale Blatt einer Aloe Barbadensis Miller. Und die Aloe, bekannt auch besser als Aloe Vera, ich finde, da kann man ein bisschen was von lernen oder kann man auch ein bisschen was von übertragen auf die Psyche. Also die ist ja so stachelig, wie sie ja ist, das ist ja das Spannende. Also es ist wirklich fast schon wie so Rosendornen, wo man sich echt dran verletzen kann. Die können ja noch größer werden, die Blätter, als so jetzt. Die sind ja teilweise dann in Spanien und so, sind die ja Meter hoch. Diese Blätter haben halt diese harte Schale und stachelige Außenkante, aber innen drin haben sie einen immensen Feuchtigkeitsspeicher. Und in diesem Feuchtigkeitsspeicher, da ist ja nicht nur die Feuchtigkeit drin, also das Wasser, sondern auch alle möglichen Inhaltsstoffe. Das ist das sogenannte Aloe Vera Gel, was davon auch gewonnen wird, was in meiner Familie spätestens seitdem damals Jürgen Fliege diese Sendung gemacht hat in den 80ern, irgendwie der Renner gewesen ist und was ich seitdem selber auch immer wieder konsumiert habe. Und das kann man also auch als quasi, ja, wie so eine Art Kur wird das immer wieder auch angewendet von vielen Menschen für so eine Magen-Darm-Reinigungsthematik. Und ich finde das auch eine ganz gute Ergänzung. Also es wird in der Literatur wird sie ja auch als Kaiserin der Heilpflanzen beschrieben. Und sie hat also verschiedene Wirkungen. Also manche Menschen wenden es äußerlich, andere auch eben innerlich an. Aber innerlich, wie gesagt, nur das Gel. Weil in dieser harten Haut, da ist also ein Giftstoff drin, Aloin. Und wenn der konsumiert wird, das ist also nicht so gesundheitsförderlich, wirkt also sehr abführend, kann zu Nierenproblemen führen und ja, ist einfach nicht gesund. Aber es gibt eben Firmen, die haben also ein Verfahren entwickelt, wo das gut geschält wird, ne, und dann nur das Gel benutzt wird. Und das kann man eben sowohl eben innerlich verwenden als auch äußerlich. Und das ist ganz spannend. Ich habe eine andere Aloe Vera auf der Fensterbank, die wächst, ja, seitdem ich hier mit den Frequenzen arbeite, wächst sie wie verrückt, blüht richtig auf. Und die ja, da habe ich beim Umtopfen jetzt gestern, weil ich brauchte wieder einen größeren Topf, ist sie abgeknickt an einer Stelle. Und man hat direkt gesehen, wie sofort dieses Gel rauskam und sie diesen Riss versucht hat zu überbrücken und zu verschließen wieder. Und genau das ist eben dieser tolle Effekt von dem Aloe Vera Gel, wenn Menschen das also, ja, wenn sie Verbrennungen haben, Schnittwunden, das ist, wie gesagt, bei mir in der Familie ist es schon lange, lange, lange so, dass das dann eben, ja, benutzt wird. Und es wirkt einfach sehr, sehr gut. Also ich finde, es ist eine ganz schöne, ja, eine schöne Sache und die sehr hilfreich ist. Und ich finde, man kann von der Pflanze, man kann ja von Pflanzen immer auch was lernen, von der Art und Weise, wie sie sind. Und diese Pflanze ist nicht nur ein Geschenk für die Menschheit, sondern sie lehrt uns auch etwas über Resilienz, ja, wie wir in der Außenwelt quasi ja, wehrhaft sein müssen, aber sie lehrt auch etwas über das Potenzial der Heilung und der Heilfähigkeit. Und das ist oft auch so, dass bei den Pflanzen, bei den Aloe Vera Pflanzen, wenn da irgendwo eine Stelle ist, die dann quasi mal angebrochen war, hinterher ist sie noch verhärteter und noch resilienter im Außen und innerlich natürlich, klar, da ist dann dieses flüssige Gel wieder drin. Das heißt also, es geht wirklich darum, seine Grenze zu wahren. Da habe ich ja einige Videos zu gemacht und trotzdem auch ja, das Gute im Inneren zu erhalten.
Und das darf möglicherweise dann auch noch anderen zur Verfügung stehen. Ob die Aloe Vera selber damit so einverstanden ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Die möchte ja auch leben. Ja, aber grundsätzlich können wir, denke ich, davon einiges mitnehmen und lernen. Und wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, mit der Kaiserin, dann kannst du dir ja dann mal so ein paar Infos reinziehen. Mal so als kleiner Tipp oder ein bisschen was im Selbstversuch mit der Aloe Vera machen. Genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich stachelige Grüße und gute Selbstheilung mit der Aloe Vera. Jörg Fuhrmann, tschüss.